Gut. In der heutigen Vorlesung wollen wir über Strings sprechen, haben wir gerade auch schon gemacht, über Scanner und so ein paar andere Kleinigkeiten. Wiederholung der letzten Vorlesung ist gerade nicht nötig, weil wir gerade die Wiederholung hatten. Es gibt aber vielleicht noch etwas zu der Übung zu wiederholen. Ich mache freitags immer gerne auch, da gucken wir auch gerne mal auf den Bereich der Übungen. Wir gehen dann über zu den Strings, Zeichenketten und dem Scanner. Scanner ist dafür da, um Eingaben von dem Benutzer zu verarbeiten. Bisher waren ja unsere Programme immer ziemlich stupide, weil wir alles, was wir hatten, immer selbst definiert haben. Die waren nicht so richtig interaktiv und Computer sind halt interaktiv. Viele Computer sind es, manche sind es nicht, aber es macht mehr Spaß. Dann reden wir über Präzedenz, also Reihenfolgen von Operatoren. Ihr kennt es aus eurem Mathematikleben, Punktrechnung vor Strichrechnung, aber es gibt ja in der Java-Programmiersprache viel mehr Zeichen, Minus, Ausrufezeichen, gleich, gleich, gleich und in irgendeiner Reihenfolge müssen die abgearbeitet werden. Da hat Java eine feste Reihenfolge, gucken wir uns an. Und wir gucken uns an, wie lange so eine Variable eigentlich lebt. Weil wir haben bisher immer Programme geschrieben, die von oben nach unten gehen. Die Variablen haben immer die ganze Zeit gelebt, bis das Programm weg ist. Aber es gibt auf jeden Fall etwas, das nennt sich Lebenszyklus oder Lebenszeit einer Variable. Und die endet auch unter bestimmten Umständen. Und dann fassen wir mal zusammen. Das überspringe ich jetzt mal. Genau. Kurzer Recap zur Übung, tatsächlich null. Ja, weil wir haben ja eine Woche, zwei Wochen irgendwie verloren. Die Abgabefrist für die Übung 1, wisst ihr es, noch Dienstag bis Dienstag 8 Uhr. Ich habe, glaube ich, 6 Kommilitonen von euch gesehen, die das noch nicht eingereicht haben. Mag sein, dass der eine oder andere den Kurs gar nicht mehr besuchen will, aber ich würde mal sagen, alle werden es einreichen können. Nicht alle haben 100%, nicht alle haben 80%. Es gibt, da werde ich auch ihn oder sie, kann ich an der Matrikelnummer nicht sehen, nochmal anschreiben. Es gibt auch ein, zwei Leute, die haben 0 und 33%. Und ich glaube, das ist einfach nur entweder ein Fehler in meinem Programm oder ich müsste dann nochmal mit denjenigen sprechen, weil es gibt keinen Grund, wenn man schon eingereicht hat, so schwierig war es jetzt nicht, die Hälfte zu erreichen. Man hätte es auch hardcoden können. Also die schlimmste Variante, die man gemacht hätte, ist es selbst auf dem Papier auszurechnen, die Antworten hinzuschreiben. Und ich glaube, das kriegt jeder hin, erstmal in dieser Übung. Ich habe euch das gesagt und wiederhole das nochmal, ihr könnt mehrfach submitten, das ist glaube ich untergegangen, da hat der ein oder andere Angst gehabt, dass das nur einmal machen kann, nein, ihr solltet immer dran denken, Compile zu drücken, bevor ihr Run drückt, ist mir selbst schon passiert, dass ich Code geändert habe und wieder Run gedrückt habe, das ist einfach die letzte Version, die kompiliert wurde, die wird einfach immer wieder ausgeführt, ihr müsst wieder kompilieren, ihr könnt euren Zwischenstand speichern, habe ich jetzt, glaube ich, häufig genug gesagt, sodass ihr nicht davor steht und denkt, ihr müsst das Programm einmal schreiben und submitten, sondern ihr könnt es speichern, es wird in eurem Account gespeichert. Und es gab zwei Kollegen, die hatten, weil sie auch noch zwei Dateien gesehen haben, sie haben die main.java gesehen und die Tests gesehen und dachten, sie müssen in den Tests editieren, in dieser zweiten Datei, Test Submission oder so heißt die. Die ist tatsächlich dafür da, euer Programm zu testen und die enthält ein, zwei Testfälle, aber längst nicht alle, die ich dann noch versteckt habe. Also ich habe noch weitere Testfälle. Was ich ein bisschen möchte, ist, dass ihr auch mal seht, dass Tests ja auch wieder nur Java-Programme sind und eventuell im Laufe des Semesters wollt ihr sogar in dieser Testklasse, in dieser Testdatei, eigene Testfälle noch ergänzen. Ja, die euer Programm testen, das ihr gerade schreibt. Weil es ist vielleicht sogar einfacher, statt immer wieder die Eingaben selbst zu machen, jetzt vielleicht bei der nächsten Übung, einfach ein paar Testfälle selber zu schreiben. Muss man nicht, gehört nicht zur Aufgabe, aber es macht die ganze Sache einfacher. Ihr seht dann an den 1, 2, 3 Testfällen, die ich habe, wie das so funktioniert. Also wie gebt ihr Eingaben rein und wie schreibt ihr, was ihr erwartet von dem Programm. Und da seht ihr drei Beispiele von mir und könnt natürlich eigene schreiben, um euer eigenes Programm sozusagen zu stressen, ohne es selbst immer wieder machen zu müssen. Müsst ihr aber nicht. Aber dafür ist es da, dass ihr mal so ein bisschen seht, was ist denn das alles? Weil Tests und Testfälle schreiben werden wir sicher erst Anfang des nächsten Semesters irgendwie. Also Testfälle, überhaupt das Thema Testing, das kommt dann, wenn wir erstmal richtig flüssig programmieren können. Ja, und dann hatten wir natürlich auch noch hier so ein Labyrinth. Ich habe da keinen
großen Hehl mehr draus gemacht. Ich glaube, das war Challenge für den einen oder anderen. Ich hoffe, irgendjemand kam auch bei 10 durch. Irgendwann ist es dann, ja, manchmal ist es Zufall, dass man irgendeine Lösung findet. Manchmal hat man sie richtig erarbeitet. Aber ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß dran, ohne dass geschweifte Klammern euch im Weg stehen oder ein Semikolon oder ein Anführungszeichen, ohne dass diese ganzen Texte, die euch nicht erlauben, irgendwas zu tun, so ein bisschen grafisch zusammenziehen. Und es sollte auch Spaß machen. Es sollte vor allem für die sein, die noch nie was mit Programmierung gemacht haben, dass die mal sehen, worum geht es im Prinzip. Und bei diesem Maze-Programm, da sind viele der Dinge, die wir dann auch im Codeboard haben, später in den Tools haben, nur woanders versteckt. Man kann das Programm schreiben, das ist visuell, man kann das Programm ausführen und man kann das Programm stoppen. Und in einem der nächsten Levels hattet ihr, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob es hier war oder bei einem anderen Maze, da kann man sogar schrittweise ausführen oder sehen, wie das Programm läuft. Dann kann man das Programm schneller ausführen lassen, dann werden diese Blöcke hervorgehoben, die gerade aktiv sind. Und dann kann man auch stoppen und langsamer machen. Und diese Mechanismen, die gibt es dann auch später in den professionellen Tools. Das nennt sich so Debugging. Ja, man kann schrittweise das Programm sozusagen laufen lassen, weil es, wenn es immer so schnell läuft, dann wisst ihr nicht, wo euer Fehler ist. Ihr könnt das Programm später Schritt für Schritt ausführen, anhalten, euch angucken, was welche Variable welchen Wert hat, und um euren Fehler zu finden. Weil manchmal ist es einfacher, das Programm an eine ganz bestimmte Stelle zu bringen und zu sagen, wieso gehst du nicht in dieses if rein? Du musst in dieses if rein. Na ja, gut, okay, meine Variable war -3 statt 3. Ja? Und das sieht man häufig, indem man das Programm an der Stelle anhält. Haben wir noch nicht gemacht. Hier konnte man es ein bisschen sehen, dass das Programm läuft. Ansonsten ist es einfach schön, weil euch und einen 6-Jährigen unterscheidet hier nichts. Also das ist ganz lustig, der schafft zwar nicht irgendwie Level 8, 9, 10, aber man sieht, dass, wenn man erstmal die Mechaniken lernt, eigentlich jeder programmieren kann. Danach kommt es darauf an, ob man Zeit investiert. Nur in Dinge, wo ihr Zeit investiert, kriegt ihr den Output, egal was. Also wer denkt, es gibt passives Einkommen, das gibt es nicht. Man muss irgendwie was tun, um damit das Einkommen kommt. Wer denkt, Programmieren lernt sich von alleine, ist nicht wie eigentlich alles andere. Da sind wir anders als Maschinen. Nur weil ich es kann, kann ich mir nicht einen USB-Stick in mein Ohr stecken und dann in dein Ohr stecken, dann kopiere ich die Erfahrung. Die muss jeder Mensch nochmal neu aufbauen. Muss da halt machen. Aber das ist cool, weil das kann eigentlich jeder. Also falls jemand euch fragt, na, was machst du denn da im Studium, schickt einfach den Link. Ja, ja, das machen. Was, ihr spielt Spiele. So, heute habe ich schon gesagt, was wir machen. Fangen wir mit etwas an, wo ich euch einfach ins kalte Wasser geschmissen habe, nicht erklärt habe, schon in Übungen 0 und 1 und in Codebeispielen und so. Im Prinzip wisst ihr alles schon, was jetzt gleich kommt, aber es gehört sich, vielleicht nochmal kurz darüber zu sprechen, was wir da eigentlich verwendet haben. Es gibt Datentypen, wie ihr wisst, wie Integer, Int, Double, Float, wir hatten sogar Long, also lange Integer, Booleans, und es gibt auch String. Eine Sache bei String ist anders als bei den anderen bisher genannten. Java unterscheidet zwischen primitiven Datentypen und, ich würde mal sagen, Objekttypen oder nicht primitiven Datentypen. Primitive, die habt ihr jetzt kennengelernt, dieses kleine Int, das Double, Float und so weiter. Und irgendwann wird es komplexer bei Java. Und String ist schon mal sowas. Das seht ihr auch schon an dem großen S. Bisher waren die Int immer klein und klein geschrieben und Double klein und so. Plötzlich ist dieses S groß und in meiner Formatierung ist das nicht rosa oder lila oder was das war. Es ist kein Schlüsselwort von Java, sondern es ist irgendwie so ein Ding. Ja, genauso, wo ihr geschrieben habt, System Out Print Line. Die wurden ja auch nicht als Schlüsselwörter markiert, sondern es scheint irgendwie mehr zu geben als Schlüsselwörter. Die Sachen, die ihr verwenden könnt, magisch, die irgendwoher kommen, die aber keine Schlüsselwörter darstellen, wie Int, Double oder irgendwas. Ja? Ihr habt System Out Print Line habt ihr verwendet. Und dann gibt es plötzlich einen String. Und heute werden wir den Scanner kennenlernen. Und irgendwo kommt das ganze Zeug her. Und das kommt aus der Java-Standard-Bibliothek, heißt das.
Da gibt es sozusagen nicht nur Java ist nicht nur eine Programmiersprache, das ist sie, sondern für wiederkehrende Sachen, wie zum Beispiel Strings, Zeichenketten, es gibt zum Beispiel auch für mathematische Berechnungen. Ich habe gesehen, du hattest, glaube ich, das Runden verwendet, ne? Math.round hattest du verwendet zum Runden. Man kann für bestimmte Dinge kommt einfach so eine Bibliothek mit. Vieles muss man nicht selbst schreiben. Natürlich nicht den Quatsch, den wir machen mit Äpfeln und Birnen, sondern sehr primitives Zeug, Basissachen. Und diese ganzen Dinge, die tauchen da auf, die kommen von irgendwo her und die könnt ihr verwenden. Und deswegen auch System.out.println gibt's. Scanner werdet ihr sehen gleich, um Benutzereingaben zu verarbeiten, gibt's. String gibt's. So, was sind also Strings? Zeichenketten. Ah, das ist eine Zeichenkette, heute ist Freitag. Ist Zufall übrigens. Dann gibt es aber auch Missverständnisse, könnte es geben, wenn ich nämlich in einer Zeichenkette 1, 2, 3, 4, 5 schreibe, ja, S2, dann bleibt es eine Zeichenkette, ist keine Zahl geworden. Ja, wir hatten vorhin auch einfach eine Variable reingeworfen in den String, habt ihr gesehen, das bleibt erstmal ein String, also man muss genau gucken, was steckt da drin. Aus diesem String S2, der Typ ist jetzt nicht plötzlich eine Zahl, nur weil für euch es so aussieht wie eine Zahl. Es ist nur eine Zeichenkette, wo eine 1 drin steht. Es ist sozusagen vergleichbar mit eurer Hausnummer, wenn ihr ein Formular ausfüllt. Ich wohne in der Ringstraße 25, das ist erstmal nur eine blöde Zeichenkette. Ja? Wenn ich die 25 selbst nehme und sage, ich mache daraus ein Int und ich gehe von 25 zu 26, ja, aber erstmal ist es Zeichenkette. Es gibt auch leere Strings, ist manchmal sinnvoll. Manchmal will man das, manchmal hat der Benutzer nichts eingegeben, manchmal will man erstmal mit was Leerem anfangen und will es füllen. Also ist nichts Unübliches, ist auch nichts Besonderes, da fliegt euer Programm auch nicht auseinander. Leer. Gibt es in der Mathematik auch leeres Symbol, also eine leere Menge zum Beispiel. Und das wisst ihr auch schon, dieses Plus ist kein arithmetisches Addieren von Zahlen, sondern dieses Plus bedeutet konkatenieren, also aneinander hängen. Jetzt ist leider das Plus mit dem anderen Plus so ein bisschen vermischt und man kann beim Code lesen, muss man genau wissen, welches Plus verwendet man gerade. Ist jetzt nicht das Schlauste, aber ist halt so gemacht worden. In anderen Programmiersprachen, in Python ist es ein Punkt. In PHP ist es ein Punkt. Was ist in Python? Plus? Okay. Ja, PHP ist da ein bisschen besser, weil einfach ein Punkt verwendet wurde. Das kann man nicht mehr unterscheiden. Okay, ich habe ja gesagt, Strings sind keine elementaren Datentypen. Dazu kommt auch ein Problem. Wenn man zwei Strings hat, ja, dann kann man sie nicht mit gleich vergleichen. Ja. Das macht nämlich was völlig anderes, das können wir auch heute nicht besprechen. Das vergleicht Objektreferenzen. Ich sage schon mal, ich drop schon mal sozusagen die Wörter hier rein. Objekte, was Objekte sind, was Klassen sind und was Objektreferenzen sind, kommt noch. Ich habe ja mit Java nicht angefangen, indem ich euch Main erklärt habe. Ich habe dieses ganze Main-Zeug zum Beispiel gar nicht erklärt. Wieso muss man da so drumherum schreiben, bevor man seinen Code schreibt? Habe ich einfach mal ausgelassen. Und ihr habt gemeckert, aber ich habe euch ignoriert. Also, wichtiger Hinweis, merke Strings mit gleich vergleichen. Gleich. Sorgt nicht für Compiler-Fehler. Das ist einfach nur etwas völlig anderes. Das vergleicht. Im Deutschen gibt es ja den Unterschied zwischen etwas ist dasselbe oder das Gleiche. Das ist eine Nuance in der deutschen Sprache. Ja? Wenn wir zwei Übungsräume haben, die exakt gleich ausgestattet sind, gleiche Anzahl von Tischen und so weiter, dann sind das die gleichen Räume, das sind aber nicht dieselben Räume. Zwei Zwillinge, da wird es jetzt ein bisschen haarig, wenn jemand Zwilling ist. Ist das jetzt der gleiche Mensch oder derselbe Mensch? Natürlich würden wir nicht sagen, es ist derselbe Mensch. Ja, es sind ja zwei Menschen. Genetisch wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber in der Umgangssprache sagen wir, ihr seid gleich. Aber ihr seid nicht dieselben Menschen. Strings mit gleich zu vergleichen, prüft einfach nur, ob es derselbe String ist. Aber derselbe String kommt nicht raus, wenn diese beiden Variablen denselben Inhalt haben, ABC bei S1 und ABC bei S2, sind es nur gleiche Zeichenketten.
Das sind nicht dieselben. Ja? Um es nochmal sozusagen zu sagen, auf der Hardware-Ebene, die sind im Speicher ganz woanders, obwohl derselbe Inhalt drin steht. Die sind nur gleich, die sind nicht identisch. Wenn ihr das tut, kommen lustige Sachen bei uns. Also da sind dann Sachen irgendwie gleich oder auch nicht gleich. Aber es gibt eine Rettung für euch. Und zwar, wenn ihr einen String habt, dann könnt ihr Punkt. Den Punkt habt ihr schon mal gesehen. System.out.println. Damit kann man Dinge tun. Aufrufe machen auf Objekten. Und equals ist eure Rettung. Das heißt, aus equals kommt entweder true oder false raus. Ne? Habt ihr euch ja gedacht. In einem if muss ja eine boolesche Ausdruck kommen. Okay, dann kommt noch die Frage, wie vergleiche ich, dass Dinge nicht gleich sind. Da kommt dann wieder das Boolean, quasi das, die Negation, also der Operator vom Boolean ist eure Rettung. Ja, jedes True können wir zu einem False machen, indem wir ein Ausrufezeichen davor hängen. Also können wir auch sagen, sind diese Strings unterschiedlich? Naja, wenn sie gleich sind und nicht gleich sind, dann sind sie ja unterschiedlich. Okay. Was noch? Ich glaube, das war's. Habt ihr alles schon verwendet, außer Equals. Equals braucht ihr halt, falls ihr Benutzereingaben verarbeitet. Da kommt nämlich irgendwas kauderwelschig. Ich gebe irgendwas ein, ihr gebt irgendwas ein. Und ihr müsst es vergleichen mit erwarteten Werten. Gibt es erstmal Fragen dazu? Weil es aber auch nicht so... Ihr habt vieles schon verwendet. Equals habt ihr jetzt neu kennengelernt. Müsst ihr auch mal ausprobieren. Equals ist aus der Bibliothek, richtig? Und das ist an diesem String rangehangen. Also man kann an Klassen, an diesem String gibt es bestimmte Dinge, die man mit dem String tun kann. Zum Beispiel, ihr habt jetzt Equals gesehen, es gibt auch zum Beispiel toLowerCase. Was macht das? Alle groß, egal wie das geschrieben wird, alle Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben, alles wird in Kleinbuchstaben umgewandelt. Oder toUpperCase. Oder Substring. Substring nimmt sich den ganzen String und sagt, ich will dir das vom ersten Zeichen bis zum 20. Zeichen. Also bei Substring muss man noch sagen, von bis. Also es gibt viele Sachen. Jetzt fragt ihr euch, wo finde ich denn raus, was es alles gibt? Da kommen wir gleich zu. Es gibt ja eine umfangreiche Dokumentation dieser Bibliothek, die man lesen kann. Kommen wir zu einem anderen Bestandteil dieser Bibliothek, dem Scanner. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir etwas auf ein Gerät tun, um ein Blatt Papier zu scannen. Das heißt jetzt einfach nur Scanner. Das ist in Java Util Scanner, so wie System Out, ist das hier in Java Util. Und jetzt wird es ein bisschen wilder. Ne? Also diese Zeile hier, die ist nicht mehr cool. Da passieren ganz viele Sachen gleichzeitig. Ich erzeuge einen neuen Scanner, indem ich sage, was der Scanner als Input nehmen soll. Hier ist ganz viel Zeugs drin, was ich euch erklären muss und nicht tue. Bis auf das, ihr für die Übung den Scanner so initialisiert. Ich gebe euch die Übung schon vorinitialisiert mit dem Scanner. Und dieses Ding hier, das ist jetzt plötzlich hier aufgetaucht, das New. Das ist ein Schlüsselwort, ihr seht es an der Farbe. Habe ich nicht erklärt, werde ich noch erklären. Hat was mit diesen Objekten zu tun, mit den Referenzen, mit den Klassen. Aber was das Ding tut, ist einen neuen Scanner bauen. Ja, und diesen Scanner konfigurieren wir und dann können wir ihn benutzen. Ab dieser Zeile ist die Variable MyScanner in der Lage, die Eingaben vom Benutzer zu verarbeiten. Thema Dokumentation. Wenn ihr etwas über eine Funktionalität von Java wissen wollt, Scanner, da schreibt ihr bei Google Scanner Java. Okay, der hat es jetzt leider ergänzt, meinte Java. Da kommt irgendwas. Ja, kommt irgendwas. Wenn ihr noch das Wort Doc dahinter packt, Java Doc, ja, dann schränkt ihr das weiter ein, dann kommt auf jeden Fall die Java Doc. Und was ist die Java Doc? Java Doc ist diese Dokumentation dieser Bibliothek, die da versteckt im Hintergrund ist.
Muss man ständig auf diese Webseite, um das zu suchen? Nein. Sobald wir auf das professionelle Tool umsteigen, IntelliJ zum Beispiel, passiert was völlig anderes. Mal schauen, ob der jetzt aufwacht. Sobald wir hier drin sind und Scanner schreiben und ich auf Scanner gehe, sagt er Fetching Documentation. Und hat mir das sozusagen direkt, ich muss euch das zeigen, hier, hat mir das hier direkt quasi beim Tippen, hat er mir die Doku geladen und zeigt sie mir, während ich tippe. Ist natürlich viel cooler. Aber man muss ja erstmal laufen lernen, bevor man sprintet. Ihr könnt euch das immer angucken. Und alles, was ich hier jetzt nicht erzähle, steht ja auch drin. Also was man noch alles Tolles damit tun kann. Aber was wichtig ist, ist, dass das Ding funktioniert. Da gehen wir mal ins Codeboard, ins Scanner Example 1. Ich glaube, das tut uns jetzt gerade mal ganz gut. Oh. Na, es ist halt so, es ist vom Menschen geschrieben. Das heißt, Menschen sind fehlerbehaftet. Menschen beschreiben Dinge, ich sag mal, im besten Wissen und Gewissen ist diese Dokumentation verfasst. Ob du speziell sozusagen da, wissen sie ja nicht. Die kennen dich nicht. Aber ich denke mal, das ist erprobt. Was ich damit sagen will, ist, es ist jahrelang sozusagen gereift mit Feedback. Was mache ich denn hier? Der will jetzt ja alles kompilieren. Ja. Ich habe irgendwas geändert. Ja, hier habe ich auch zweimal A, da kommen wir gleich zu. Wo ist das in Example? Scope of Variable Example 1 ist gar nicht diese Datei. Und welche Datei ist das? Scope of Variable hier. Okay. Danke. Kommen wir gleich zu. So, passt. Codeboard kompiliert halt alle Beispiele in diesem Ordner und manche Beispiele sind absichtlich so gebaut, dass sie nicht kompilieren. Ist natürlich lustig, wenn man etwas ausführen will. So, dieses Programm, was ihr gesehen habt, verwendet den Scanner. Und ich hatte das hier auf den Folien. Es gibt eine Funktionalität, auch genannt Methode. Wie Equals bei String gibt es bei Scanner zum Beispiel NextLine. Was NextLine macht, ist einfach die Eingaben des Benutzers nehmen, nicht verarbeiten, ob das eine Zahl ist, ob das eine Dezimalzahl ist oder was auch immer, sondern egal, was der Benutzer eingibt, wupp, es landet in einem String. Man kann es in einem String speichern. Hier. Das gucken wir uns hier nochmal an. Diese Zeile hier, next line, würde meine Eingaben in diesem String speichern. Das bedeutet auch, dass dieser Scanner, wenn der in Zeile 7 landet, wartet. Mein Programm hat gerade angehalten. Wie lange? Bis das Universum in sich zusammenbricht. Wenn diese Kiste noch läuft. Es wartet. Und zwar, es läuft auch nicht weiter und nie wieder. Und wenn ich jetzt irgendwas eingebe, ja, das ist das Haus vom Nikolaus. Dann kann man das hier abschicken mit einem Enter. Dachte ich. Ich glaube, ich habe es. So, jetzt. In Username, was auch immer ich da hätte tun sollen, ich habe nicht das getan, was das Programm von mir wollte, ist jetzt was gespeichert, meine Eingabe. Und die habe ich dann wieder ausgegeben. Also stand da, Username ist, das ist das Haus von Nikolaus. Was man immer machen muss, ist den Scanner schließen. Der bleibt sonst offen, der verbraucht sozusagen Ressourcen. Das ist eine Aktion, die man zum Schluss oder wenn man letztlich keine Eingaben mehr erwartet. In unserer Übung wird das einfach die letzte Zeile sein. Das muss man machen. So, jetzt fragt ihr euch, wie geht es weiter? Jetzt, was kann ich damit noch tun? Es gibt neben NextLine
noch weitere Methoden, Sachen, die dieser Scanner kann, um zum Beispiel andere Typen, primitive Typen auszulesen. Das heißt, NextBoolean erwartet, dass der Benutzer True, T-R-U-E oder False eingibt. Wenn der Benutzer, das ist das Haus von Nikolaus, eingibt, knallt's. Laufzeitfehler. Kein Kompilierfehler, kein Syntaxfehler, Laufzeitfehler. Genauso, wenn jemand ein NextInt erwartet und ich gebe ihm irgendwie 3.1. Explosion. Aber die gibt es, diese Methoden. Und wir können sie auch verwenden. Und in meinem nächsten Beispiel, ja, dieses Beispiel, was wir uns auch gleich angucken, habe ich ein Programm geschrieben, welches dem Benutzer bittet, seinen Namen einzugeben oder ihren Namen. Das mache ich mit NextLine, weil keine Ahnung, was der Name für Zeichen enthält. Es ist einfach nur eine Zeichenkette. Keine Ahnung, wie lang der Name sein wird. Dann bitte ich um das Alter der Person und speichere das Alter in einem Int. Wird wohl nicht älter sein als 32 Milliarden. Und dann hätte ich gerne irgendwie Salary, egal. Also Jahresgehalt oder Gehalt als Double. Und dann gebe ich das wieder aus. Und natürlich seht ihr schon, wie man das kaputt machen kann, wenn ich als Benutzer bei Age sage, sag ich dir nicht, ja, schreibe, dann knallt's. So, Scanner Example 2 würde gerne laufen. Run. Also, enter name. Nikolaus. Enter age. Sag mal. Nikolaus hat nichts mit unserem Jahr zu tun, 2022, oder? Den gibt es wahrscheinlich nicht so lange. Aber den gibt es jetzt 1600 Jahre. Enter salary. So, das ist die Ausgabe. Wenn wir es jetzt nochmal ausführen, ihr wisst, was passieren wird, wenn ich sage, ich bin Nico, mein Alter sage ich nicht. Ja. Laufzeitfehler. Der Scanner hat gesagt, ich sollte hier ein Int verarbeiten, ging nicht. Und ich schmeiß dir einen Fehler um die Ohren, der heißt irgendwie Input Mismatch Exception. Okay. Naja, jetzt wissen wir aber, wieso. Und bei Salary würde das Gleiche passieren. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wozu sollte ich das verwenden, wenn der Benutzer es kaputt machen kann? Naja, der Vorteil ist, dass ihr dann gleich den richtigen Datentypen habt. Der Nachteil ist, dass wenn der Benutzer diese Eingaben sozusagen falsch macht, dass ihr keine Chance habt, diese Eingaben zu verhindern. Da muss man jetzt schauen, was will man? Wollt ihr erstmal einen String haben und wollt da irgendwie versuchen, aus dem String dann eine Zahl zu machen? Würde ja auch gehen. Also wenn ich hier NextLine geschrieben hätte, wenn ich hier NextLine schreibe bei Age, was habe ich gemacht? Achso, ja. Hier. Dann muss Age ein String sein. So, also. So. So. Passt. Passt in die Variable. Das ist erstmal kein Problem. Wenn ihr aber in der nächsten Zeile sagt, keine Ahnung, heute ist ja 2022, und age minus 2022 minus age ist int birthday year. So, in welchem Jahr jemand geboren ist. Das wird nicht gehen, weil jetzt das Alter kein int ist. Also wir haben hier so einen Zielkonflikt. Ne? Also wenn ich alle Benutzereingaben verarbeiten will, muss ich einen String machen. Wenn das aber eine Zahl sein soll, mache ich ein Int. Es gibt sicherlich noch die Zwischenvariante, dass ich versuche, aus der Eingabe des Benutzers die Zahlen zu suchen und zu finden. Aber das ist es, was es schwierig macht in der Programmierung, dass der Benutzer macht, was er will. Erst du dann. Genau, du meinst erstmal holen wir uns den String und dann sagst du if. Age? Also wie es davor war.
Du meinst next int. So? So? So. Genau. Wobei das if jetzt nicht verhindert, also diese Zeile kompiliert nicht, aber wenn sie kompilieren würde, dann verhindert das if nicht, dass ein Fehler, den wir gesehen haben, du hast ja gesehen, dieses Number, Mismatch, irgendwas Fehler, dieser Fehler beendet das Programm abrupt. Das if vermeidet das nicht. Ist aber eine gute Idee. Kann ich diese Fehler abfangen? Kann ich diese Fehler vermeiden? Man könnte ja jetzt auf die Idee kommen, dass ihr in der Vorlesung vor zwei Folien ihr irgendwas über Strings gelernt habt. Was kann man denn machen? Equals. Ja, jetzt wissen wir immer noch nicht. Kommt drauf an, ne? Was ist, wenn sie 29 ist? Weil jetzt kann ich nur spezifische Sachen. Ich kann jetzt sagen, wenn da als Zeichenkette 29 drin steht, dann. Aber dann habe ich jetzt hart gecodet irgendwie die Zahl 29. Geht, wenn mein Programm tatsächlich genau das tun soll, für alle Menschen, die 29 sind, gibt das und das aus, dann wäre das hier eine tolle Lösung. Die würde die Eingabe tolerant verarbeiten. Ja, du kannst alles Mögliche eingeben, aber nur wenn du wirklich 29 eingibst, tut das Programm etwas. Aber wenn du keine Zahl eingibst, explodiert es auch nicht. Aber das löst nicht unser Problem, müssen wir auch nicht lösen. Ich scheint jetzt sozusagen ganz hart zu versuchen, das Problem zu lösen. Aus einem String ein Integer machen, da gibt es wieder andere Methoden. Machen wir heute nicht. Aber das wäre so eine der Lösungen. Kann ich aus dem String ein Integer machen? Und das gibt dann ein True oder False. Da gibt es Methoden. Ja? Sowas wie parseInt gibt es. Also versuche, aus dieser Zeichenkette ein Integer zu machen. So eine Typumwandlung. Und dann kommt so ein Ja, Nein raus, True, False. Und dann kann man gucken, ob das in dem If, ob ich das weiterverarbeite. Okay. Ja. Ja, bitte. Ja. 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 Das geht. Was du gesagt hast, ist, man könnte doch quasi sagen, es immer wieder probieren, wenn eine falsche Eingabe passiert. Bloß das Beispiel, wie ich hier hatte, ich habe euch noch kein Mittel in die Hand gegeben, wie ihr solche Fehler, Laufzeitfehler, den hier, solche Laufzeitfehler, da kennt ihr noch nicht genug, um dass ihr sie abfängt. Die beenden euer Programm, fertig. Da kannst du nicht noch einen if oder noch eine Schleife, dein Programm ist hart beendet. Es ist sozusagen eine voll die Diva. Ja, so egal was passiert, weg. Es gibt Methoden, das zu machen, lernen wir noch. Man kann diese, hier steht ja Exception, ne? Das ist, Exception heißt der Fehler oder Ausnahme. Man kann die abfangen und darauf reagieren und so machen wir alles. Ja. Macht euch nicht zu viel Sorgen. Es wird schon alles. Aber ja, ihr habt so ein bisschen gesehen, jetzt fängt es an, ein bisschen nervig zu werden. Nicht mehr ganz so einfach wie in Übung 1, wo alles heile Welt ist, alles ist kontrollierbar. Jetzt kommt der Benutzer. Okay. Rangordnung. Ja, die gibt es in der Natur. Ja. Löwe steht über Maus. Mensch steht über Löwe. Das ist auch eine Rangordnung. Die Rangordnung in Java oder in Programmiersprachen allgemein, da geht es aber darum, wenn solche Zeichen wild hintereinander kommen, in welcher Reihenfolge soll das Programm das verarbeiten? Es gibt da gar kein Naturgesetz. Das ist Willkür von Menschen, die das definieren. Aber es ist so, dass ohne es zu definieren, man nicht mehr vorhersagen kann, was das Programm tut. Beziehungsweise brauchen wir alle Regelwerk. Ihr wisst es selbst, was passiert, wenn ihr bei einem Deutschdiktat den Rand nicht lässt, damit die Lehrerin oder der Lehrer die Korrektur macht. Das ist alles sozusagen Regel. Ja, kann man so sehen, wie man will, aber ohne diese Regel kann wiederum andere Dinge nicht stattfinden. Und diese Regeln hier, die sind willkürlich, aber die sind da. Die sind von oben nach unten zu lesen. Also taucht ein Zeichen auf, wird von oben nach unten abgearbeitet, was ist wichtiger, was wird zuerst gemacht. Innerhalb einer Zeile kann sowieso nicht beides gleichzeitig passieren.
Wenn es aber passiert, kann es passieren? Kann gar nicht passieren. Die schließen sich sozusagen aus. Es kann ja nicht, man kann nicht hinschreiben, kleiner A, 1, kleiner, größer, 2. Man kann nur eines von diesen Zeichen verwenden. So, man kann natürlich die Rangordnung in Java mit Klammern überschreiben. Das kennt ihr aus der Mathematik auch. Normalerweise die Punktrechnung vor Strichrechnung. Und dann könnt ihr aber eine Klammer setzen, um das Ganze zu brechen in eurer eigenen Formel. Geht ja auch. Diese Klammer hier ändert nichts am Verhalten. Wieso nicht? Eigentlich wieso nicht? Wir sollten vor ist beantworten. Wieso ändert diese Klammer nichts am Verhalten? Wieso ist diese Zeile letztlich äquivalent zu der anderen? Ja. Genau, das und wird vor dem, ne, denkt daran von oben nach unten, das und wird vor dem oder verarbeitet. Das heißt, wenn ich das lese, liest das Programm zwar alles von links nach rechts, aber dann fängt es an zu denken. Ah, ich muss dieses und machen, also erstmal true und false. Auswerten, Ergebnis, was auch immer. Was ist true und false? False. Dann habe ich hier ein false zu stehen und dann kommt das oder. True oder false? Und da die Klammer hilft auch nicht. Würde ich die Klammer anders setzen, würde ich sagen T oder T und F, dann würde es anders was anderes. Also kann man machen, aber wenn ihr dann zum Beispiel IntelliJ verwendet, dann sagt er, die Klammern können weg. Also kannst du machen, aber dann wirst du so angemerkt haben, ey komm. Aber manchmal kann es natürlich sein, und jetzt kommt gleich ein Beispiel, wo es hilft, sozusagen dem Lesenden diese Klammern zu setzen, damit er sozusagen weiß, welche Bereiche so zusammengehören. Wenn man so eine lange Kette schreibt und nicht irgendwelche Variablen auslagert, kann es Sinn machen. Ich glaube, das kommt auf den Einzelfall drauf an. Man darf es machen. Ja, also Klammern setzen, zu viele Klammern setzen. Wunderbare Frage. Großartige Frage. Die sind überall im Anfang. Die sind das 9 plus Ultra. Also die werden sozusagen zuerst gesehen. Ne, weil sonst könnte man die Präzedenzen nicht überschreiben. Also die Präzedenz von Klammern ist höher als die Präzedenz von allem, was hier gezeigt wird. So. Ne? Jetzt schnell mal kompilieren, ausführen im Kopf. Was ist die Antwort? Ach komm, das braucht viel zu lange. Das ist ja auch scheiße, das sind ja keine Programme. Wir machen jetzt was anderes, ne? Wir machen jetzt den Kopfcomputer auf diesem Slide. Ich glaube, das Programm sieht erstmal ein Plus. Was mir jetzt nicht ganz gefällt, ist, dass, da habe ich jetzt nicht so richtig durchdacht, ihr habt die Präzedenzen nicht. Das ist ein Bug. So, kriegt jetzt die Präzedenzen hier unten. Viel cooler. So. Du meinst dieses gleich false? Genau. Kann man, muss man. Du kannst auch den Standard nochmal hinschreiben. Du kannst schreiben, ein Haus ist ein Haus. Erster Schritt. Ja, wahrscheinlich wird es sich jetzt überlagern, oder? Mal schauen. Das Programm sieht verschiedenste Bestandteile hier, ne? Und nach der Präzedenz gibt es diese Rangordnung, Ausrufezeichen sind zuerst, dann Plus. Und es kann sein, dass es hier sagt, na gut, diesen Teil kann ich erst einmal verarbeiten. Ihr fragt euch jetzt, würde er zuerst das Ausrufezeichen ganz rechts verarbeiten? Oder würde er das Plus, am Ende ist es egal, die sind beide auf selber Ebene, weil das ist sozusagen die tiefste Ebene, die das Programm entdeckt. Nachdem es all diese Analysen gemacht hat, sagt es, okay, ich muss erstmal hier addieren. Hier muss ich negieren, hier muss ich multiplizieren, hier muss ich mal minus 1 nehmen, ja, und dann geht es weiter. Das sind sozusagen von den Präzedenzen her, wird es in einem Schritt verarbeitet. Das mal? Vor welchem Plus? Ja, da musst du sehen, dieses und,
trennt diese zwei Terme komplett voneinander. Ja. Genau. Also so genau wissen wir es nicht, in welcher Reihenfolge Java es macht, aber es ist sozusagen, die Logik ist dieselbe. Also auf der ersten Ebene gibt es die 30 plus 20 als Fragment, weil Plus ist nun mal wichtig. Das Minus vor dem I, das ist dieses Minus, ist wichtig, das wird zuerst gesehen. Das I mal 2 wird zuerst gesehen, weil Multiplikation vor allem anderen, also diese ganzen und oder, die hier vorkommen, die sind halt in der Präzedenz weiter unten. Und dann wird noch eins gesehen, das nicht B wird gesehen. Ah, meine Animation hat einen Bug. Also das ergibt natürlich nicht B, B ist false, das ergibt true, ja, als Ergebnis. So, jetzt geht das Ding weiter. Das Ergebnis von 30 plus 20 ist 50, merke. Das Ergebnis von minus I1 ist minus 5, weil I1 5 ist. Das Ergebnis von I2 mal 2, I2 ist 10, mal 2 ist 20. Und das Ergebnis von nicht B habe ich schon vorher gepackt. Wieso es da oben ist? Weil es ganz lange wartet, bis es zum Zug kommt. Okay. Nochmal ein Stück zurück. Wir haben die 50 ausgerechnet. Und dann ist dieser linke Teil ausgerechnet. Da ist auch dieses I ausgerechnet, das mal 2 und das nicht B ausgerechnet. Jetzt haben wir hier dieses Gleich-Gleich. Und das kommt noch vor dem und dem Oder als Präzedenz. Ne? Also noch wird nicht das und das Oder verarbeitet, sondern noch dieses Gleich-Gleich kommt jetzt dran. Das heißt, ist denn 50 gleich 60? Nein, ist es nicht. Hier kam 50 raus, 60. Und minus 5, das war das Ergebnis von minus i, ist das kleiner als 20? Die Antwort ist ja. Das bedeutet, wir haben jetzt diesen Term ausgewertet, der ist weg. Da steht jetzt stattdessen ein false. In diesem Term steht ein true. Da steht false und true oder true. Jetzt wird das und zuerst verarbeitet, weil die Präzedenz von und höher ist. Das heißt, das hier und das hier wird verarbeitet, das ist noch nicht dran. Punktrechnung vor Strichrechnung, also Und-Rechnung vor Oder-Rechnung. Das ergibt erstmal ein False und die zwei werden dann kombiniert zu einem True. Ja, müsste jetzt so nicht jedes Mal, ja, aber das ist jetzt einfach nur mal, wie das Ganze hier verarbeitet wird und was der Compiler, der Compiler auch, der vereinfacht auch Terme, aber was zur Laufzeit passiert. Schreibt ihr irgendwelchen lustigen Kram hin? Schreibt ihr irgendwelchen lustigen Kram hin, wo der Compiler automatisch weiß, dass das nicht sein kann, gibt es manche Berechnungen, werden schon zur Kompilierzeit ausgetauscht. Wenn ihr jetzt das hier macht und eine Klammer drum setzt und schreibt und false, ihr macht alles, was ihr da gemacht habt, ganz viel komplexes Zeug, und false. Was ist das Ergebnis? Ja, das ist dasselbe, wie wenn ich sage, das mache ich immer mit meinem Sohn, der weiß es schon, das ist ganz witzig, 3.822.432 mal 14.344.000 mal 0. Ja, 0. Ja, das wäre jetzt genau dasselbe. Und solche Vereinfachungen von Formeln, teilweise macht der Compiler das schon. Das heißt, wenn man sich dann anguckt, was der Compiler gemacht hat, der hat da einfach false eingetragen. Egal, weil ihr quasi so einen blöden Ausdruck gemacht habt, der immer false ist. Der IntelliJ, diese Programmierumgebung, die professionellere, die fängt an mit euch zu meckern, die sagt, das ist doch immer false. Da kriegt ihr eine dicke, fette Warnung. Haha. Ja, da gibt es dann Warnungen. Das ist ganz nett. Okay. Ja, bitte. Habe ich irgendeinen Fehler? Weil bei so viel Komplexität. Es ist ein Vergleich, richtig, ja. Ich wusste das noch nicht, also es kam jetzt erst zum Schluss raus. Also ja, dieses False meinst du, ja? Ja, aber das muss ja erstmal rauskommen. Das Programm sieht ja 30 plus 20, das war jetzt dieser Schritt. Dann kam 50, gleich 60 ergibt False, ja? Achso, war deine Frage beantwortet? Oh, Entschuldigung, ja.
Ja. Also wenn, vielleicht willst du noch was ergänzen, vielleicht kann ich die Antworten. Unary, du bist da. Das heißt, unary und binary sind die Gegenteile. Also sozusagen binär heißt, es hat zwei Bestandteile, die es verarbeitet. Und binary heißt, es ist einfach, es ist Einheit. Es hat nur einen Anteil. Also ein Nicht kann nur vor einer Variable, nicht vor zwei. Also zum Beispiel Plus kannst du machen mit, wenn du addieren willst, brauchst du linke Seite, rechte Seite. Beim Dividieren brauchst du Zähler und Nenner. Aber wenn du zum Beispiel etwas negieren willst, da brauchst du nur eine Sache. Da kannst du nur eine Sache negieren. Oder Minus vor einer Variable. Ausrufezeichen 5 ist ungültig, weil Ausrufezeichen gilt nur für Booleans. Also du kannst Ausrufezeichen false schreiben, wenn du willst. Dann wäre das true. Und um deine Frage zu beantworten, die war nämlich, wäre es nicht schlauer, von den Präzedenzen unten anzufangen, um so Gruppen festzustellen? Genau das wird in dieser Optimierung gemacht. Also man versucht natürlich grobe Blöcke zu finden und Tautologien oder andere Kontradiktionen zu finden. Vielleicht muss ich diesen Ausdruck gar nicht verarbeiten, weil ich teile das in Blöcke ein und gucke, oh, da hinten steht nochmal irgendwas, das macht gar keinen Sinn. Der ganze Ausdruck wird wahrscheinlich sowieso false. So kann der Compiler CPU-Zyklen sparen zur Laufzeit und Terme vereinfachen. Wenn man sich das visualisiert, ist häufig dieser Baum tatsächlich umgedreht. Ja? Es wird erst grob geclustert und dann geht es immer feiner. Kommt aber ganz drauf an, wie die Umsetzung ist. Kann auch sein, dass der eine sagt, ich will es so oder so. Hauptsache, die Präzedenzen werden berücksichtigt. Okay. War aber soweit verständlich, oder? Mit dieser Animation und wie das als. Könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Müsst ihr mal schreien, wenn irgendwas. Also das i1 ist ja initialisiert mit 5. Und wenn du das negierst, minus 5, ja. Genau. Also ich hätte jetzt 5 reinschreiben können, dann würdest du aber nicht mehr sehen, dass diese Formel sozusagen. Ja. So. Lebensdauer von Variablen. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Hier geht es letztlich darum, ihr habt ja vorhin schon Compile-Fehler gesehen. Hier geht es darum, bisher waren unsere Variablen definiert, haben gelebt, dann ist unser Programm zu Ende gegangen. Ein x, was ich definiert habe, wenn ich alles sequenziell untereinander geschrieben habe, war da. Wenn wir jetzt aber Blöcke haben, Blöcke waren, wie ihr euch erinnert, diese geschweiften Klammern, die entstehen unter anderem, wenn man ein if macht oder ein else, kann man quasi in dem if weitere Anweisungen reinschreiben. Diese Blöcke haben eine ganz besondere Sache. Erstens, die helfen zum Lesen, ja, da kann man einrücken und geschweifte Klammer auf zu und so weiter. Und sie haben eine zweite Sache, sie bilden einen sogenannten Scope, eine Art Umgebung. Und in dieser Umgebung, jetzt ganz spannend, kann man Dinge definieren, die nur in dieser Umgebung gelten. Ja, ich betrete sozusagen einen Raum, diesen Block, und wenn ich dort ein int a definiere, das ist wunderbar. Sobald dieser Block verlassen wird, wenn ich die Deklaration hier gemacht habe, gibt es das a nicht mehr. Das bedeutet, es ist okay, das a wieder zu definieren später oder in einem anderen Block oder außerhalb des Blocks, solange es in dem Block nur existiert hat, deklariert wurde, ist es sozusagen außen nicht sichtbar. Andersherum gilt aber eine andere Regel. Alles, was außerhalb des Blocks ist, ist sichtbar für den Block. XYZ ist in dem Block sichtbar und sogar über diesen Block hinaus, weil es außerhalb des if-else definiert ist. Das heißt, nach dem if-else wird XYZ immer noch da sein und irgendeinen Wert haben. Aber dieses erste A ist nicht sichtbar außerhalb des Blocks. Und es ist nicht dasselbe A, es ist die gleiche Variable, wenn man von ihrem Namen ausgeht, aber es ist nicht dieselbe Variable. Ja? Das heißt, wir heißen nur zufällig gleich in einem völlig verschiedenen Block, die sich gegenseitig nicht sehen. Das geht so weit, dass ihr wisst, dass Blöcke
komisch sind. Es geht so weit, ich nehme jetzt irgendein random Beispiel, egal. Es geht so weit, dass ihr mitten im Programm auch Blöcke machen könnt, wenn ihr wollt. Das ist sehr unüblich. Ja? Und sagt, ich hätte gern hier so und dann hätte ich gerne so und so. Perfekt. Compiler meckert. Das ist nur ganz komisch, keine Ahnung, wieso man das machen sollte. Ich hätte das in all meinen Beispielen machen können. Ich habe immer Beispiele, wo es anfängt mit x, x1, x2, x3, weil ich die Variablen nicht wiederverwenden kann. Ich hätte immer Blöcke machen können und immer wieder x, 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 x hinschreiben, aber dann hättet ihr Riesenfragezeichen gehabt. Also das ist völlig gültig. Ne? Diese Geschichten, die haben nichts miteinander zu tun. Das ist Scoping. Und wie ich gesagt habe, alles was außen ist, ist innen auch sichtbar, bedeutet auch, dass hier in dem Fall das A bereits definiert ist. Dieses A wäre im Prinzip für sich selbst natürlich in diesem Block isoliert. Keiner würde dieses A sehen. Wenn nicht außen schon jemand dem A zuvorgekommen wäre und für alle sichtbar, also nicht nur für den, sondern auch für danach, für diesen Scope außerhalb dieses Ifs, aber innerhalb dieses Ifs, bereits ein A definiert hätte. Und somit kann diese Variable nicht nochmal deklariert werden, weil sie existiert innerhalb dieses ersten Ifs für die gesamte Lebenszeit dieses Ifs, was hier unten endet. Und das zweite If, die Einrückung ist jetzt nicht super schlau von mir. Also dieses zweite If ist ja in dem ersten If. Und damit ist die Variable hier A, die lebt noch bis hierhin und wenn die hier lebt, dann kann sie nicht nochmal deklariert. Gibt es einen Compiler-Fehler. Ist das okay oder nicht? Ja, wir haben ja sind nicht dieselben Variablen, die haben nur unterschiedliche Werte. Passt schon, ne? Wenn ich allerdings den Fehler mache, zu sagen, ich habe ja hier a definiert und hier schreibe ich nicht int a gleich 20, sondern nur a gleich 20, was würde denn passieren? Der Wert von der ersten Definition wird geändert. Wer hat nach? Nee. Ich in dem Erz sozusagen. Ja, okay. Dann? Kann. Fehler, ja. A ist nicht deklariert. Es sind jetzt nitty-gritty Details, ne? Aber es kann sein, dass ihr vorher im Programm steht und sagt, what the fuck. Ich kann vielleicht empfehlen, nicht Variablen alle A zu nennen, aber es ist möglich. Genau, und dann kann man komplexere Beispiele machen. Ich überlege gerade lieber die Übung 2 zu besprechen, als in dieses Beispiel reinzugehen. Das könnt ihr euch selbst angucken. Hier geht es letztlich nur darum, wie kommt man in die Pfade, wann ist eine Variable was, was ist eigentlich an dem Zeitpunkt D, was ist an dem Zeitpunkt D, ja, ändert sich D dadurch, dass es hier hinkommt. Ihr habt es jetzt hoffentlich schon verstanden, dass dieses D irgendeine Zahl ist, keine Ahnung was, A plus B plus C, das ist wahrscheinlich 60 hier, aber dieses D, in dem Erz, das wird natürlich nichts mit dem anderen D zu tun haben. Das wird sozusagen das Doppelte sein. Ja, das wird 120 sein. Aber könnt ihr gerne mal ausführen. Das ist ein bisschen für euch. D oder B? Entschuldigung, wir sind jetzt hier. Dora ist nur hier und hier definiert, ne? Naja klar, die Blöcke sind ja auch unterschiedlich. Du meinst A ist definiert, A ist zugewiesen. Dieser Scope ist ja außerhalb vom If, das heißt im If sichtbar. Also alles, was außen ist, ist innen sichtbar. Meinst du jetzt diese Zeile hier? Das ist ja keine Deklaration.
Es ist nur die Variable a, die vorher 10 hatte, die überschreibe ich mit 20. Ich definiere keine neue Variable, sondern ändere nur den Inhalt. Ja, ich definiere nicht nochmal a, sondern da fehlt ja das int davor letztlich. Ne? Das ist quasi, da war 10 drin, ich nehme die 10 raus, tue die 20 rein. Kein neues a. Sozusagen der Wert von a wird geändert. Sechs Minuten. Ja, wir machen das jetzt in 3 Minuten. Das wird schon. So, ich mache wieder den Rahmenwerk. So. Erstmal müssen wir dem Benutzer wohl was fragen. Da werden wir übrigens mehrere Zeilen Kommentar gibt es auch. War nicht so viel. So. Den Scanner, den klauen wir uns. Also, ich weiß, wie das geht. So. Oh Gott, ich glaube, dann ist System in, ne? So. Duplicate Saft oder nicht, das ist ja auch nicht Saft oder nicht, sondern das hieß Group. So viel zu meinen 3 Minuten. Okay, also wir haben den Scanner, ich muss den Scanner wieder aufräumen. So, ist jetzt irgendein Detail. Ich soll was fragen, und zwar nach dem Fachsemester. Wenn ich was fragen will, muss ich was ausgeben. Also wen habe ich gerade abgehangen bei dem? Ich habe nichts gemacht. Nur eine Main, irgendwie blöden Kommentar, der tut nichts. Ich habe einen Scanner definiert, da habe ich euch nicht erklärt, wieso das so ist. Ich habe es definiert und jetzt ist hier quasi, fängt unser Zeug an. Ja. So, okay, in welchem Fachsemester bist du? So, jetzt will ich die Eingabe verarbeiten, ne, von dem Benutzer. Nehmen wir mal an, das soll eine Zahl sein. Gefährlich, aber ich geb dann eine Zahl ein. Wir haben was gemacht. Auf dem Scanner müssen wir was tun. Also auf dieser Variable Scanner gab es ein, wenn ihr es nicht mehr wisst, wie gesagt, es gibt eine Tastenkombination, die eventuell hilft. Next int gab es, glaube ich. Was muss ich mit dem Ergebnis machen? Speichern. In was? In ein Int. Und dann zum Beispiel Semester. So. Und das können wir ja schon mal ausgeben. So. Ich habe das Semester. So. So, ich habe jetzt gesagt Fachsemester. Wir können eine Zahl eingeben und er gesagt hat, ja, Semester 5. Also Scanner funktioniert jetzt erstmal. Also das heißt, ich gebe was aus und frage etwas. Ja, also man kann natürlich hier jetzt die nächste Frage stellen. Was wäre die nächste Frage? Zug. Ja, das würde jetzt dahinter ausgegeben werden. Ja, also das würde jetzt dahinter ausgegeben werden. Wenn ich das Fachsemester 5 sage, würde jetzt Zug stehen. Wenn du es da drunter haben willst, gibt es 2 Möglichkeiten. Du kannst jetzt quasi ein Printline da drunter machen. Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe. So,
Also wir fragen nach dem Zug. Ich beschleunige das. Wir fragen nach dem Zug. Zug, wollen wir dann auch Zahl oder was wollen wir? Zug 1, 2 fragen wir. Haben wir auch eine Zahl. So. Ich verspreche, ich werde auch keinen Kauderwelsch eingeben, keinen Text eingeben. Und dann soll es prüfen, ob jemand im ersten Semester ist. Und wenn er im Zug 1 ist, bei mir Zug 2 bei Amy. So, wie prüfe ich das nochmal, ob jemand im ersten Semester ist? If Semester. Entschuldigung, lauter. Equals 1. Ist gleich 1. So. Wir haben schon ein int, genau. Hätten wir es als String gelassen, hätten wir gesagt next line, dann hätte uns der Scanner eine Zeichenkette gegeben, dann hätten wir equals 1 machen können, wäre korrekt gewesen. Jetzt haben wir daraus einen Integer gemacht, also müssen wir sagen gleich gleich 1, weil es so ein primitiver Datentyp ist. So, wenn Semester 1, jetzt können wir alles Mögliche an Varianten schreiben, wir könnten noch einen if machen und nach dem Zug fragen, ne? So könnten wir es machen und dann sagen, Siamak. Und könnten hier ein Erz machen. Ich mache jetzt ein bisschen Ding. Amy. Und das hatten wir aber auch schon in der letzten Vorlesung. Ein Code, erinnert euch, welches diese Verarbeitung kann. Jetzt haben wir ein bisschen den Scanner ausprobiert. Wollt ihr mir noch kurz Gelegenheit geben? Ich weiß, es waren jetzt länger als 3 Minuten. Noch kurz die Übung 2 zu zeigen. Die Übung 2 ist selbsterklärend. Ihr braucht das eigentlich nicht, aber es hilft vielleicht noch mal einmal ein paar meine Worte dazu zu haben. Gebt ihr mir 2 Minuten? Ja, ansonsten könnt ihr bitte klären, ob im Moodle jetzt die Übung freigeschaltet ist, weil die ist zum 11.30 Uhr freigeschaltet und wir haben 11.30 Uhr. Sehr schön. Die Folien sind ja auch drin und die zweite Aufgabe soll folgendes sein. Wir schreiben ein Programm, welches unsere Eingaben verarbeitet. Surprise, surprise. Und je nachdem, was wir antworten, weitere Fragen stellt, um dann zu einem Ergebnis zu kommen, um uns eine Empfehlung zu geben, welche Sportart eventuell für unser Alter und unsere Vorlieben passt. Sprich, am Anfang sagt das Programm, wie heißt du denn? Dann gibt man seinen Namen ein. Dann sagt er, hallo, Siamak. Also dieses Unterstrich-Name soll jetzt einfach das sein, was ich eingegeben habe. Also, wie heißt du, Siamak? Hallo, Siamak. Wie alt bist du, Siamak? Ja. Dann gebe ich eine Antwort. Dann sind hier 4 Bereiche aufgespalten. Die müsst ihr voneinander trennen. Da verwendet ihr ein if und if, else if und so weiter und so fort. Und diese gelben Dinger sind halt Ausgaben. Ne? Bitte spreche mit deinem Arzt. Frag deine Eltern, du bist zu jung. Wandern, so und so. Und was mein Test tut, ist letztlich folgendes. Diese Texte an den Kanten, an diesen Pfeilen, ist das, was der Benutzer eingibt. Das habt ihr ja schon gesehen. Also wenn ich 16 eingebe, lande ich hier, 41 da. Und das ist das, was mein Test tut. Es gibt dann ein Alice ist 18 und hat so und so. Also diese Eingaben werden in euer Programm gegeben durch meinen Test. Und was das Programm erwartet, ist die entsprechende Ausgabe. Ganz zum Schluss, aber auch zwischendurch. Weil manche Fragen werden ja nie gestellt. Wenn ich unter 15 bin, werde ich nie gefragt, ob ich gerne Sport in einer Gruppe mache. Ja? Diese Frage kommt einfach nicht. Ja? Weil ich früh abbreche das Programm mit ich gebe dir keinen Rat, frag deine Eltern. Oder wenn ich größer 41 bin. Ich will hier niemanden benachteiligen, deswegen habe ich 41 genommen, weil ich nicht glaube, dass einer von uns, ich bin 39, 41 ist. Alter Säcke. 2 Jahre habe ich noch. Das ist es eigentlich. Im Codeboard gibt es dazu eine Übung. Und in dieser Übung habe ich für euch den Scanner initialisiert, wie ihr seht. Und den Scanner geschlossen, was wir auch gerade gemacht haben.
Und auch in diesen ganzen Beispielen der Vorlesung ist das auch nochmal drin, ne? Dieses, wie kann ich den Scanner Next Line, sowohl in den Folien als auch in den Codebeispielen, im Codeboard ist es drin. Und ihr sollt jetzt dieses Programm schreiben. Ich habe ungefähr 16, ich glaube 18 Testfälle, das bedeutet Dinge, die ich in euer Programm eingebe. 3 davon habe ich euch gezeigt. Hier, zum Beispiel, Anna ist 12. Das ist das, was erwartet wird. Wie heißt du? Aha, Anna. Hallo Anna, wie alt bist du, Anna? 12, frag deine Eltern. Diese 4 Zeilen, wie heißt du? Hallo Anna, wie alt bist du, Anna? Frag deine Eltern. Das müsst ihr euer Programm ausgeben, wenn ich Anna eingebe und danach 12 eingebe. So sehen die Testfälle aus. Heißt, ihr könnt eure eigenen schreiben. Ihr müsst nur dieses Ding hier kopieren. Hier, diesen Block, den erkennt ihr dadurch, dass der nächste Block hier Bob ist, der 22 und dann Ja sagt und dann Nein sagt. Und dazwischen so komische Zeichen, aber das findet ihr schon. Und Bob ist 22 und sagt Ja zu, glaube ich, dass er Aufregung mag und Nein, dass er nicht in einer Gruppe arbeiten will. Und für ihn wird Fallschirmspringen von eurem Programm empfohlen. Nee, also die Entscheidung ist ja hier schon getroffen. Die Regeln habe ich ja in diesem Diagramm gezeichnet. Was ich euch zeigen wollte, ist, so prüft mein Programm euer Programm. Und hier ist nicht mehr mit Hardcode. So wie manch einer in Aufgabe 1,55 hingeschrieben hat als Antwort oder 110. Das schafft er nicht mehr mit Ausgaben machen. Okay, vielen Dank. Danke für die 5 Minuten.